Ich bin Professor Braunstein, ich bin Kinder- und Jugendpsychiater und unser heutiges Thema sind psychiatrische Notfälle, insbesondere Suizidversuche bzw. das Vorgehen nach Suizidversuch. Der Suizidversuch ist die häufigste und so gesehen auch wichtigste psychiatrische Krisensituation. Suizidversuche können aus ganz unterschiedlichen inneren und äußeren Problemlagen entstehen, die sowohl psychosozialer als auch psychiatrischer Natur sein können. Suizidversuche haben aber auch eine Gemeinsamkeit, die darin besteht, dass die Menschen subjektiv eine Ausweglosigkeit, eine Hilf- und Hoffnungslosigkeit empfinden, die sie dazu führt, dass sie das Leben beenden möchten. Gleichzeitig besteht häufig eine starke Ambivalenz, eine Unklarheit darüber, ob sie leben oder sterben wollen. Im direkten Vorgehen auf suizidale Menschen ist es wichtig, eine verständnisvolle Haltung einzunehmen, eine Beziehung aufzubauen, die dem Ziel dient, die Situation zu klären und bei allem Verständnis auch eine antisuizidale Haltung einzunehmen. Der Therapeut ist also immer auf der Seite des Lebens bei allem Verständnis für die Notlage des Patienten. Neben dem Verständnis ist es auch wichtig, eine genaue Schilderung des Hergangs, der Abläufe zu erhalten, eine Beschreibung der auslösenden Ursachen und auch eine genaue Beschreibung der inneren Verfassung der Patienten zu erhalten. Ziel der Befragung ist, den Schweregrad der suizidalen Handlung zu erfassen und eine Risikoeinschätzung vorzunehmen. Der Schweregrad bestimmt sich einmal durch eher objektive Tatsachen wie die Schwere der suizidalen Handlung, ob also weiche oder harte Suizidmethoden verwendet werden, ob sich Suizidversuche anhäufen, ob gleichzeitig andauernde psychische oder psychosoziale Belastungen bestehen oder ähnliches. Die Schweregrad-Einschätzung beruht auch auf der subjektiven Schilderung der Patienten, ob sie sich von ihrer suizidalen Haltung distanzieren können oder nicht, ob sie weitere suizidale Handlungen planen oder nicht und ob sie therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen oder nicht. Wir beschäftigen uns heute mit der Situation, dass ein Jugendlicher nach einem Suizidversuch in eine Notfallambulanz kommt und der aufnehmende Arzt in kurzer Zeit einen Kontakt herstellen und das weitere Vorgehen klären soll. Hallo, ich bin Dr. Kaleitzmes. Hallo, ich bin Katrin. Hallo Katrin, sag mal, was ist denn passiert? Ja, meine Mama hat mich jetzt hergebracht, hier. Okay, und warum? Ja, weil sie mich gefunden hat, okay. In meinem Zimmer vorher. Okay. Und ja, ich habe halt probiert, mich umzubringen. Okay, gut, das war auch die Idee, dass wir uns jetzt hier damit unterhalten. Du brauchst jetzt... Ja, das war die Idee von meiner Mama. Okay, also wenn du irgendwas nicht beantworten willst, dann kannst du es natürlich auch. Brauchst es nicht zu machen. Ja, gut, also wie kannst du ein bisschen von deinem Leben erzählen? Von meinem Leben? Wo soll ich das? Und gehst du zur Schule? Ja, schon. Gymnasium, Hauptschule? Aufs Gymnasium gehe ich, ja. Hast du Freunde, Hobbys? Ja, schon ein paar Freunde, aber Hobbys auch. Was machst du denn? Ich mache Sport und gehe schwimmen. Also ganz normal eigentlich. Nichts Besonderes. Und
Hat irgendwelche Probleme? Probleme? Ja. Was schwer ist, die Schule oder Familie? Nee, die Schule ist jetzt eigentlich, es läuft schon ganz normal. Mhm. Ja, ich meine, mit meinem Freund ist halt, der hat halt Schluss gemacht vor ein paar Wochen. Okay. Wie lange hattet ihr denn eine Beziehung? Ja, ein halbes Jahr. Das hat dich mitgenommen? Es ist halt mein erster Freund gewesen und ja, schon eigentlich. Okay. Und das war vor 2 Wochen und wie hast du das verkraftet? Ja, eigentlich nicht so gut. Okay. Also ich meine, ich wollte das nicht eigentlich, das war sein, er hat Schluss gemacht. Okay. Und hatte das auch damit was zu tun, was mit deinem Suizidversuch? Ja, auch. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich dachte halt, er ist der Mann fürs Leben und ich hatte jetzt irgendwie keinen Sinn mehr gesehen, dass... Okay. Und da sind ja 2 Wochen vergangen. Wie waren die für dich? Ja, da ging es mir nicht gut. Also war es so schwer, dass du nicht zur Schule konntest? Oder? Ja, ich bin schon zur Schule. Also ich habe halt einfach probiert, es mir nicht anmerken zu lassen. Mhm. Aber also so ging es mir nicht gut. Und wann kamen denn die Suizidgedanken? War das eher, dass du schon geplant hattest oder eher so abrupt? Nee, also geplant hatte ich das jetzt so nicht. Also mir ging es halt seitdem das passiert ist, ging es mir eigentlich gut und dann konnte ich auch nicht schlafen und bin immer wach gelegen und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr und habe mir gedacht, ja, schluckst halt ein paar Tabletten, dann wird es vielleicht besser und dann spürst du das mal nicht mehr so. Was für Tabletten waren das? Ach, ich weiß es nicht genau, also das, was ich finden konnte, so in der... Wie viele? Weißt du es? Also es war, ich glaube, von Paracetamol oder so, war so eine, 2 so, ich weiß nicht mehr genau, was ich habe einfach... Oder Tabletten? So nee, Tabletten nicht, 2. So. Plastik. 2x10 oder so. Ja. Diese Plastikteile, okay. Gut, und was ist danach passiert? Ja, ich bin halt, ich habe die irgendwann morgens, also ich konnte halt die ganze Nacht wieder nicht schlafen und habe es dann irgendwann genommen und dann ist halt, meine Mutter wollte mich wecken und kam rein und hat halt gemerkt, dass, hat das halt gesehen, dass da die Tabletten lagen. Und dann bist du hergekommen? Genau. Okay. Wie fühlst du dich jetzt derzeit? Ja, ich meine, jetzt bin ich schon froh, dass es nicht funktioniert hat. Also mir geht es immer noch schlecht, aber ich denke mir, es kann ja jetzt auch nicht die Lösung sein, mir deswegen. Gibt es irgendwas, was dir helfen würde, denkst du? Also könntest du Halt finden, deine Freunde, Familie, was? Wenn er wieder zurückkommt. Okay, wo sonst? Ja, meine Freunde schon auch, aber das hilft mir jetzt auch nicht so wirklich momentan. Okay, gut, dann werden wir mal sehen, was ihr macht und weitermachen können. Gut. Weil ich wollte eigentlich am Anfang eher so ein bisschen krummeligen Teenager spielen, der jetzt einfach nicht viel preisgeben will. Und das habe ich auch am Anfang, glaube ich, gemacht und ich immer gesagt habe, ja, ist alles ganz normal und passt schon. Und als ich mich dann wieder gesehen habe, als ich das Video gesehen habe, ist mir dann doch aufgefallen, dass ich sehr viel geredet habe zum Schluss, was ich jetzt sehr erstaunlich fand. Ja, musste ich ja, also sie wollte ja am Anfang nichts preisgeben, hat sie gesagt, ja, ich bin hier, weil meine Mutter mich hergebracht hat, das war für mich ein Signal, ich will eigentlich gar nicht sprechen und da musste ich halt mit einer anderen Taktik ankommen, also da anfragen, ja, wie geht es in deinem Leben denn so?
Mein Name ist Bettina Deng. Hallo. Ich möchte mich jetzt mit dir unterhalten. Du bist ja heute von deinen Eltern hierher gebracht worden, weil es dir wohl nicht so gut ging. Was war denn da los? Möchtest du mir das mal erzählen, was vorher passiert ist? Also deine Eltern haben ja gesagt, sie haben dich im Badezimmer gefunden und du hast wohl Tabletten eingenommen. Kannst du noch sagen, was da genau los war? Also, wie viele Tabletten hast du denn genommen? Alles, was so da war. Ich weiß nur mal, wie viel das war. Und hast du das schon länger geplant gehabt? Nee, das war nicht schon länger geplant. Und wie ist das dann abgelaufen? Ich bin ins Badezimmer und habe den Schrank von meinen Eltern aufgemacht und habe die Sachen rausgenommen und gegessen. Und was hast du dann erwartet, was passiert? Dass es vorbei ist. Und was hat dich dahin geführt? Also, warum möchtest du, dass es vorbei ist? Weil es so nicht schön ist. Seit wann bist du denn der Meinung, dass dein Leben nicht schön ist? Eigentlich schon lange. Kannst du dich noch erinnern, wann das anders war? Als ich klein war, da war es noch anders. Und was hat sich seitdem mit geändert? Das ist nicht mehr so leicht, alles. Und was würdest du sagen, stört dich am meisten? Da gibt es keine mehr oder weniger Störsache. Das ist alles nicht schön. Hast du denn Probleme in der Schule? Nicht schlimm. Also das belastet dich eigentlich nicht so arg. Ist es dann mehr was mit Freunden, dass du dich da nicht wohlfühlst? Ich hab eigentlich schon Freunde. Gab es denn jetzt in den letzten Tagen einen Auslöser, wo du sagst, irgendwas war besonders unangenehm? Nee, das hat jetzt einfach gereicht. Das hat gereicht einfach. War nichts Besonderes. Hast du denn erwartet, dass deine Eltern dich finden? Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist jetzt bestimmt voll blöd für meine Eltern. Es tut mir auch voll leid, dass die das jetzt so alles mitbekommen. Wir sehen das mal so ein bisschen auch als Hilferuf. Siehst du das auch so? Weiß ich nicht, ob man mir helfen kann. Denkst du denn, dass deine Eltern dir helfen können? Nee, die
Nee, die bemühen sich ja immer voll, uns alles so gut wie möglich zu machen. Es war natürlich eine eher schwierige Situation, auch eine recht gedrückte Stimmung, die auch bei mir sehr echt und traurig rüberkam. Also, und ich finde, es ist mir relativ gut gelungen, mit ihr Kontakt aufzunehmen und sie auch zu erreichen, denke ich, in ihrer Situation. Ja, also ich bestätige das. Und zwar, das war ja eine sehr, also die Situation war ja von Grund auf sehr schwer, also auch für die Ärztin. Mhm. Eigentlich würde man sagen, es ist fast gar nicht möglich, da jemanden zu erreichen. Und es war ja auch kein stetiger Redefluss oder kein stetiges Gespräch, aber trotzdem habe ich genau gefühlt, dass wir beide Kontakt zueinander aufgenommen haben. Und alles, was sie in der Situation hat erreichen können, hat sie auch erreicht. Ja, ich finde, man muss sich nur bewusst machen, dass man sich Zeit lassen kann während so einem Gespräch, weil man meistens irgendwie hektisch reinkommt in so ein Gespräch und doch relativ schnell Antworten erwartet und seine Fragen stellen möchte und ganz viel im Kopf hat. Und man muss sich halt irgendwie bewusst machen, dass man warten kann. Und ja, die Stille aushalten ist für den Fragenden schwieriger als für den, der antwortet. Aber ich finde es jetzt nicht so belastend oder so. Also ich finde, es ist trotzdem eine gute Gesprächsatmosphäre entstanden. Ja, also offene Fragen sind natürlich also im Prinzip schöner, weil man eigentlich mehr erfahren kann, weil der Patient halt selber freier antworten kann. Aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite schwieriger, wenn der Patient von sich aus nicht so viel erzählen möchte. Und deswegen hilft es einem in manchen Situationen dann eben auch relativ konkret nochmal nachzufragen, wenn man schon eine Möglichkeit sieht, über ein Thema noch genauer zu sprechen. Ja, und da war es aber auch ganz oft so, dass die Anstöße durch konkrete Fragen kamen. Also sie hat konkret nach den Eltern gefragt. Mhm. Dann hat man da nochmal konkret über die Eltern nachgedacht und hat sich, aber es war nicht so, dass sie zu bohren gefragt hat, sondern das war nach jeder Frage, war genug Zeit, darüber nachzudenken. Und so in der Spielsituation, man ist dann auch so wirklich wahnsinnig verlangsamt und so müde im Denken und da wäre man völlig überfordert, wenn da eine Frage nach der anderen käme und so. Aber ich glaube, manche konkrete Fragen sind auch wichtig in so einer Situation, weil man auch irgendwas Konkretes braucht, um sich festzuhalten. In den beiden Rollenspielen haben wir ganz unterschiedliche Situationen gesehen. Die eine gespielte Patientin hat eine Belastungsreaktion bei ansonsten eher ungestörter Grundpersönlichkeit gezeigt. Beim zweiten Rollenspiel war das Bild eher das einer schweren Depression mit begleitender Suizidalität. Aufgrund des Krisencharakters ist es wichtig, in dem direkten Gespräch die unmittelbare weitere Vorgehensweise zu klären. Dazu gehört zum einen die Frage, ob die Patienten ambulant oder stationär behandelt werden können oder müssen, ob sie eine zusätzliche Medikation bedürfen, ob ihre möglicherweise schon bestehende Medikation optimiert werden muss oder ob sonstige Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dazu gehört auch im Notfall eine geschlossene Aufnahme bei akuter fortbestehender Suizidalität. Das Vorgehen unterteilt sich in einen kurzfristigen und einen langfristigen Teil. Der kurzfristige ist die eigentliche Krisenintervention, die zum Ziel hat, die unmittelbare Krisensituation zu überbrücken und zu überwinden, eine Entlastung herzustellen, eine Deeskalation herbeizuführen. In der langfristigeren Sicht geht es darum, die zugrunde liegenden Probleme durch psychotherapeutische Behandlung zu verbessern oder zu beheben. Wichtig ist auch, dass belastende äußere Lebensumstände nach Möglichkeit verbessert werden. In der unmittelbaren Krisensituation ist es wichtig, dass die Patienten bei ambulanter
Behandlung eine zuverlässige und unkomplizierte Ansprechmöglichkeit haben, eine Telefonnummer, eine Adresse oder eine Person, an die sie sich bei wiederauftretender Suizidalität wenden können und die ihnen auch effektive Hilfe anbieten kann.